Ich kriege oft die Frage gestellt, was passiert eigentlich mit Design Thinking, wenn die Entwicklung angefangen hat. Und ich würde gern die Frage beleuchten, gerade im Kontext von längeren Projekten, weil Design Thinking geht kontinuierlich weiter und das ist für viele nicht einfach zu verstehen. In einer kleinen Entwicklung ist es leicht so wasserfallmäßig. Man macht Design, dann entwickelt man und dann prüft man nach und macht Verbesserungen an dem, so mit dem Build-Measure-Learn-Cycle. Wenn man jetzt mehrere Releases hat, dann, sagen wir mal, haben wir hier das Oster-Release, das Sommer-Release und das Weihnachts-Release und man braucht so einen Release-Plan und muss den Kunden auch irgendwo davon überzeugen, man muss erstmal zu so einem Release-Plan kommen. Und da sind schon sehr viele Hypothesen ins Land gezogen, bis man so ein Monster da hat. Und das sieht jetzt auch wieder so wasserfallmäßig aus, weil es kann ja sein, dass hier irgendwas passiert, was Auswirkungen auf den Rest hat. Und deswegen ist das alles relativ dynamisch und manchmal chaotisch und darüber mag ich heute mal reden, weil im Grunde ist es von der Logik her erstmal ziemlich einfach. Man hat einen Projektplan, das ist jetzt in Storypoints, ich wollte da nicht Jahre oder Monate oder sowas hinschreiben, aber ich bin von der SAP, wie schon gesagt, und wir gerade im Zuge der digitalen Transformation, das Buzzword ist vorher schon erwähnt worden, werden sehr viele große Prozesse angefasst, die über Jahrzehnte irgendwo gewachsen sind und die manchmal 20.000, manchmal 40.000 User betreffen und zwar nicht nur im Standort Stuttgart, sondern global. Und dann wird es ja einfach komplex. Ich mag mir zuerst mal die Grundlage, vielleicht mal ein Release mal vorknöpfen und ich fange mal damit an, so die Entwicklung fängt an, also hier haben wir schon das ganze Design und so, das was wir eben gehört haben, haben wir gemacht und jetzt kommen die Entwickler und hämmern tüchtig in die Tasten und das können mal ein Team of 10, mal 2, mal 3, mal 4 sein und die brauchen Futter, also die brauchen konstant irgendwie, ja, was soll ich jetzt machen? Also, und wenn vorne in den Design-Sprints, da habe ich mein Design, Define, vielleicht ein Explore, das bedeutet, ich muss mich mal ein bisschen, bevor ich Design wäre das für uns das Design-Doing, ich glaube, du hast Prototyping genannt, da ist vielleicht auch ein Proof of Concept, die Daten schafft, also unsere Maschine schafft es tatsächlich, die Daten zu bewältigen und sowas. Das muss alles passieren, bevor es hier losgeht. Es muss auch die Markttests, das Business Model Canvas und so weiter. Und da braucht man einfach Vorlauf. Also vor die Sprints kommt noch irgendwas und zwar in mehreren Stufen, so wie wir es auch gesehen haben. Es kann sein, dass in der Explore-Phase der Kunde weiß, ja, ich bin jetzt eine große Versicherung und ich weiß, ich muss was tun. Ich weiß auch schon ein bisschen, in welchen Feldern ich gucken muss, aber noch nicht genau was. Wo ist denn Potenzial, was kann ich denn anfassen? Ich weiß, ich muss so ziemlich alles anfassen vielleicht, aber ich will irgendwo mal anfangen. Und bis zu so einem Release-Plan ist es dann, ja, diese Explore-Phase, die sieht so klein aus und die ist manchmal auch länger. Also mehrere Workshops und wir haben dann auch viel mit Change Management und so weiter zu tun, wenn wir uns die Prozesse angucken, wenn wir die Businessmodelle angucken. Bis das Ready to Discover, da bis wir erstmal wissen, was diese Challenge ist. Die Challenge hat nämlich mehrere Hierarchien. Bis die erstmal so klein ist, habe ich vielleicht 10 Challenges mal ausprobiert und ich habe die auf verschiedenen Hierarchiearten. Und da muss ich erstmal runter. Und um das nicht ganz so abstrakt zu machen, versuche ich mal das zu sagen, was da vielleicht passiert.
wir haben hier so einen ersten Kickoff. Explore ist mal, haben wir mal gemacht. Wir wissen, in welches Feld wir gucken sollen. Wir, ganz wichtig im Team, wir hatten da Fragen, wie soll das Team aussehen und so weiter. Wir stellen wirklich eine Liste auf von Wunschkandidaten, gucken, dass wir es mischen, und wir müssen vorher auch immer mit dem Kunden, also sind meistens ziemlich große Kunden, rausfinden, was die eigentlich meinen, wenn die agil sagen, und was wir meinen, wenn wir agil sagen, und was die meinen, wenn die Design sagen, und was wir meinen. Und da brauchen wir erstmal so ein bisschen Annäherung und ein Modell, wie man arbeiten möchte, und auch diese Mischung hinzubekommen. Genau, dafür ein Kickoff ist wichtig, und dann geht es in erste, vielleicht entweder wir machen so Discovery-Workshops, so wie er es gezeigt hat, in so ein Design-Sprint, oder wir gehen eben rein und machen nach dem Kickoff wirklich Besuche, Observations in verschiedenen Werken, eins in Indonesien, eins in der Schweiz und das dritte in Nordamerika, und wir gucken uns 24 Nutzer oder sowas an, und dann muss erstmal eine Synthesis gemacht werden, und wir nutzen User Story Maps, wo die Anforderungen der Nutzer mal aufgeschrieben werden und in ein Prozessbild reingebracht werden. Und dann ist eine Transferleistung, die auch relativ viel Ideen benötigt, oft diese Prozesse vom ich bin jetzt hier, das ist der derzeitige Ablauf, zu einem Zukunftsablauf. Wie kriege ich das eigentlich hin? Wie kriegen wir diesen Sprung in die Zukunft denn hin? Und was passiert denn, wenn alle Nutzer sagen, ja, ich will aber meine Excel-Tabelle immer noch haben, und ich mag den Druck jetzt einfach nur digital haben. Jetzt lass mal dieses ganze Big Data und so Gedöns weg. Mach mir das einfach, dieses Papier, mach mir das einfach in digital. Fertig. Aber das Management von dieser großen Versicherung oder von diesem großen Autobauer oder was auch immer, will die ganzen Prozesse anfassen und gucken, wie sie von einer Versicherung, von einer Lebensversicherung von neuen Lebensservices-Anbieter werden oder von einem Automobillieferant zu Mobilität. Und das ist halt ein bisschen Weg. Also von einem Kickoff, da hat man es schon so ein bisschen in kleine Häppchen zerteilt für so ein Release vielleicht. Und jetzt geht es in Discovery-Workshops, und die müssen gut zusammengestellt sein und sehr gut gemischt sein, sonst kommt man nämlich nicht weiter. Ich kriege oft die Frage von Projektleitern, Boris, stell wirklich sicher, dass da jetzt innovative Ideen rauskommen. Nicht die normalen Workshop-Ergebnisse, ja, aber innovative. Sage ich, ja, weil alle Teilnehmer sind 30 bis 40 Jahre alt, männlich, und ihr habt noch nicht richtig gemischt, also. Und für Iterationen ist auch kein Platz in eurem Projektplan. Und es kann auch passieren, dass wir was finden, was in eine ganz andere Richtung geht. Ach so, ja, aber nach dem Sprint musst du innovativ sein. Ja, gut, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Discovery, dann geht es in eine Auswertung. Und dann in diesem Discovery hat man vielleicht schon angefangen, Prozesse darzustellen in Geschichten, wie die Zukunft aussehen kann. Also nicht nur, was die großen Konzerne gerne haben, was auch SAP gerne hat, sind so Prozessdiagramme, so wie ich es euch jetzt gerade zeige. Erst macht man das, dann macht man das, macht man das, dann macht man das. Wir versuchen Storyboard, also filmähnlich, zu zeigen, so könnte die Zukunft in 10 Jahren aussehen oder in 5. Wir nehmen meistens 10, dann denken die Leute 2 Jahre voraus. Also vieles kann sogar jetzt schon gemacht werden. Aber wir versuchen so ein bisschen an der Zukunftsschraube zu drehen, um das ein bisschen zu pushen. Und ja, und das stellt man comicartig dar und geht dann mit diesem Comic, also nicht mit diesem Diagramm von dem Prozess zum Nutzer, und fragt halt, kannst du dir vorstellen, erstens, dass du diese Rolle hast? Wie ändert sich deine Rolle in 5 Jahren? Bist du dann immer noch der du jetzt bist? Oder hat sich dein Profil, deine Persona-Beschreibung komplett geändert? Also Persona, dann den Kontext von dem ganzen Business, wie wird es aussehen, was ist passiert in der Zwischenzeit,
um diesen Sprung in die Zukunft zu gehen und dann den Prozess darzustellen. Und erstmal, da kann es passieren, dass man 3-4 Mal iteriert, bis man von den Leuten in Indonesien und Nordamerika und der Schweiz ein valides Statement bekommt. Und dann weiß man, funktioniert das für Indonesien genauso wie für die Schweiz oder müssen wir 2 Streams aufmachen? Das validieren wir also und dann geht es in die Überarbeitung der Anforderungen. Und das kann mehrere Iterationen dauern, bis man, hier oben steht Ready to Develop, da gucken wir uns die User Stories an und gucken an, wie reif die sind. Also manchmal sind sie einfach viel zu groß, das sind riesige Epics, da muss man da noch ein bisschen tiefer. Manchmal sind sie nicht schätzbar, einfach nicht klar und so weiter und da braucht man ein bisschen. Wenn jetzt so ein Sprint nur eine Woche ist, hat man da ziemlich wenig Spiel, wenn man was findet, was da passiert. Also dieses Strichchen und dann geht es weiter, ist mit Vorsicht zu genießen. Und auch dieser Release-Plan, wir machen 3 Releases in einem Jahr, ist auch mit Vorsicht zu genießen, weil es passieren kann, dass was gefunden wird, was das Ganze ändert, das Entwicklungsteam nicht weitermachen kann, die 10 Leute zu einem anderen Projekt kommen, bis man jetzt in 3-4 Wochen wieder neue Sachen zum Entwickeln hat und dann muss man erstmal kämpfen, dieses Team zurückzubekommen und so weiter. Also das sieht alles so schön gleichmäßig aus und so logisch, aber bis man mal da ist, ist schon eine Menge passiert und dann fängt man an, Interaktionsdesign zu machen, die Anforderungen nochmal zu besprechen im Team, die schätzen nochmal und dann geht man in die Sprintplanung. So, von der Logik her relativ einfach. Jetzt gibt es aber Themen, die sind größer, als dass sie in einen Sprint in 2 Wochen Untersuchung passen. Da hat man vielleicht von dieser großen Bauteilgruppe von einem Auto, hat man vielleicht 7 Unterhierarchien, bis man erstmal bei den Bauteilen angelangt ist, die man beplanen und entwickeln muss. Und dann hat man halt Sachnummern 1, Sachnummern 2, Sachnummern 3 in Design-Sprints und Templates parallel und so weiter. Und das muss man, das ist wieder, wie gesagt, abhängig voneinander. Wenn man vorne was findet, kann hinten das ganze Bild anders aussehen. Und auch vom Interaktionsdesign oder vom visuellen Design ist das nicht trivial, weil man hat es vielleicht erstmal so drauf, beplant jetzt die großen Bauteile, ist kein Problem, weil man hat ja nur das obere Level. Jetzt kommen aber 2000 kleine Unterhierarchien, Sachnummern dazu und dann hat man plötzlich ein Problem. Da passt nichts mehr aufs andere und dieses Interaktionsdesign muss komplett umgebaut werden. Deswegen braucht es manchmal mal 2-3 Monate, um so ein Interaktionsdesign auf jedes Level runterzubekommen und den entsprechenden Research dazu, um diese ganzen Levels überhaupt mal zu verstehen. Wenn ich jetzt, ich habe vorher die Frage gestellt, was passiert denn, ist Design Thinking denn zu Ende? Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe das jetzt einfach mal, sag mal, hier ist der Sprint 9 der Entwicklung und dieses Interaktionsdesign muss vorher gemacht werden und dieses Discovery und Prototyping muss vorher gemacht werden. Parallel laufen andere Aktivitäten für das Design-Team in mehreren Streams. Und wie gesagt, die sind abhängig voneinander. Die müssen also voneinander lernen. Das heißt, wenn die jetzt was finden für Sprint 8 oder schon weiter vorne und das läuft so, kann es einfach viele Effekte haben. So, und das Ganze muss zu so einem Release-Plan zusammenkommen, also wenn man schätzt und ein Kunde will wissen, was können wir denn anpacken in einem Jahr, was sind die großen Blöcke, was kostet es denn und wie viele Teams brauchen wir, wie viele Designer brauchen wir, schätzt es mal bitte. Und da reicht so ein Discovery-Workshop nicht aus, das zu schätzen. Das reicht nicht. Die Information ist zu wenig. Das heißt, wir müssen auf einem Prozessmodell-Level große Blöcke erstmal große Annahmen treffen. Und die ungefähr schätzen, bevor wir überhaupt User Stories oder sonst irgendwas haben.
Und gleichzeitig müssen wir für die ersten zwei, drei Sprints auch schon auf dieses Detaillevel runterkommen. Und die Herausforderung mag ich einfach mal an einem Beispiel zeigen. Und jetzt nehme ich wieder ein einfaches Beispiel, das war schon sehr kompliziert. Ich sage jetzt mal, ich habe so eine Freigabe angeguckt, ein Businessprozess von 90 vielleicht. Und da sind vielleicht 3 Nutzergruppen primär. Und das gucke ich mir an, so eine erste Exploration oder schon eine Discovery, mache eine Präsentation ans Team und eine Abschlusspräsentation. Wie kann denn sowas aussehen? Wir fangen vielleicht, ich hab leider nichts großartig vorbereitet, ich habe einfach Inhalte genommen aus Präsentationen und die geschwärzt. Wir haben meistens aber so große Poster an der Wand, die zeigen Ist-Prozess, also wenn wir den ersten Tag von so einem Discovery, sind wir in der Jetzt-Zeit, was ist jetzt, wie arbeitet ihr heute, wie sieht eure Persona heute aus. Am zweiten Tag gehen wir in die Zukunft, das ist das Design, und machen die ganze Übung nochmal von dem Prozess, wie ich gerade gesagt habe, wie sieht denn die Zukunft aus. Genau. Und das kann so einen ungefähren Umfang haben, dass wir in dem User Research 4 Telefoninterviews gemacht haben, 60 Minuten, insgesamt 4 Teilnehmer. Wir haben von dem Kunden Hausaufgaben bekommen, der hat 12 Personas zusammengestellt. Man darf nicht vergessen, viele Kunden sind fit in Design Thinking und machen mit und fordern auch. Ich mache das jetzt 10 Jahre, auch mit Kunden. So langsam kriegt man die Workshops so, hier so. So soll das aussehen. Hier macht man Discovery, hier macht man Exploration und so. Alles klar, also wir reden da schon auf Augenhöhe. Nicht immer, aber das kommt vor. Genau, und dann geht es weiter. Customer Journey Map, Soll-Prozess und beispielhafte User Story Map bringen wir schon aus der Synthesis intern mit, auf einen Workshop vorbereitet. Und das ist so ein bisschen wie in den Kochsendungen. Wir haben da schon mal was vorbereitet. Zuerst zeigen wir es nicht, weil man die Nutzer nicht irgendwo lenken will. Aber um es konkret zu machen, wenn das stockt, haben wir unser Verständnis dabei und können es validieren. Also erstmal grüne Wiese. Verratet uns jetzt mal aus eurer Sicht, wie euer Prozess aussieht. Von den Interviews haben wir aber das verstanden. Wie passt das jetzt zusammen? Das passt ja gar nicht zusammen. Und dann das Arbeiten an Zukunft. Und dann haben wir vielleicht eine User Story Map, wo relativ wenig drin ist, also ist dünn, so 40 User Stories, davon sind 12 im Scope. So dieses ein Drittel wird umgesetzt im Minimal Viable Product, also der große Rest an Wünschen können wir erstmal weglassen und ausprobieren, wie es läuft, wenn der Kunde jetzt nur mal mit diesen Anforderungen zu seinem Ziel kommt. Und für diese gibt es auch UI-Wireframes und die Stories entsprechend, also ein Prototyp, ja, genau. Also es ist ein kleiner Ausschnitt. Das sind die Personas. Wir machen es in einem Storyboard. Das Storyboard ist jetzt erstmal aus so einem Workshop auf so einer Bildergeschichte Poster. Wir bringen meistens einen Click-Comic mit, wo die Zukunft besser illustriert. Und validieren dann das. Und wir bringen auch mit, das sind für eure Kapitel 1 haben wir die Stories, Kapitel 2 haben wir die Stories und haben dann die User Story Map und alles über dem Strich ist drin und alles unten drunter ist draußen. Und das verknüpfen wir mit UI-Designs zum Beispiel. Also das kriegt ihr, also wenn wir diese Stories entwickeln würden, würde das so und so aussehen. Und dann ist die Connection da, guckt, von eurer Anforderung ist das draus geworden und von der Anforderung ist das draus geworden. Da sind nochmal die Anforderungen. Unsere Persona, die sagt, ich brauche XY und jetzt bin ich happy. Und das kann man dann wieder validieren. Was man nicht validieren kann, sind User Stories, große Listen an Anforderungen. Ich als
Egon Engineer möchte irgendwas, da liest man sich drei durch und dann schlafen alle ein und sind gelangweilt und sagen, ja, ja, macht mal so, Hauptsache wir sind fertig. Also umso konkreter, umso besser. Ist noch nicht genug der Komplexität. Sag mal, wir sind hier in Develop Sprint 4. Wir müssen Sprint 3 testen. Wir müssen Sprint 2 ausrollen und wir müssen über den Sprint 1 lernen. Wenn wir hier erst was finden, also das Prototyping nicht so gut war, dass wir erst hier was finden, dann ist es gegebenenfalls schlecht für hier und hier und hier. Das heißt, das muss alles gleichzeitig passieren. Oder irgendwie parallel. Und diese Stückchen sind aber nicht alle gleich lang. Also es ist eher chaotisch. Also hier sieht es aus, oh, das ist ja angenehm, alles so in rechteckigen Boxen und so weiter. Aber als Designer hat man da einiges zu tun und auch das Team ist relativ gut beschäftigt. Ja. Das ist noch nicht so, wenn man jetzt hier vorne im Sprint 0, da ist es übersichtlich und bei kleinen Consumer-Apps kann man sagen, naja, jetzt habe ich meinen Explorer und Discover und so weiter gemacht und jetzt lernen wir einfach, das wäre der Stream, alles ist gut, aber wenn man mal im Sprint 8 ist oder im Sprint 32, dann sieht die Welt ein bisschen anders aus. Das ist fantastisch. Ich habe immer noch 19 Minuten, obwohl ich am Anfang 19 Minuten hatte. Habt ihr Fragen? Also ich habe zwei Fragen. Ihr handelt 17 Personas in dem Beispiel? Nee, die Hausaufgabe kam 17 Personas zurück. In so einem Umfang sind oft drei drin, also in der, ich zurückgehe. Hier war das, ne? Oben 12 und 12 Teilnehmer, ne? Ja, genau. Ja, meistens kommen so 2 bis 3 Personas raus, also wenn wir hier sind, sind wir meistens so bei 3. Okay. Und die zweite Frage, die ich hatte zu dieser Explorationsphase, die du gerade erklärt hast. Mhm. Wenn ich es richtig gesehen habe, sind da 6 Aufgaben parallel. Ist das das gleiche? Nee, noch ein bisschen weiter. Fast am, ja, fast am Ende. Weiter, diese, ja, fast am diese, Ende. Diese Kästchen. Ja. Da. Sind das 6 Aufgabenstreams, die das gleiche Team macht oder splittet ihr das in verschiedene Teams? Ja, also meistens bei dem Beispiel, das kam jetzt aus wirklich einem Kundenprojekt, das 3 Jahre gelaufen ist und die komplette Fahrzeugentwicklung von einem großen Automobilbauer neu designt hat. Die sind immer noch dabei, sind jetzt in Sprint 32 und das machen mehrere Streams parallel. Also die Sachnummern macht ein Team, die Templates macht vielleicht das nächste Team und so weiter. Aber die müssen trotzdem zusammenkommen, face-to-face meine ich, in einem Raum, in einem größeren wie da und haben diese Plakate am Dings. Und wenn man jetzt, und das passiert häufig, wenn man mit den Kunden zusammen ein Team bildet, dass neue Requirements rauskommen und das ist nicht das Schwierige. Das Schwierige ist eher, dann hinten welche rauszunehmen. Also man hat jetzt schon seine Idee von einem Minimal Viable Product. Jetzt hat man aber klugerweise gefunden, dass man ja jetzt noch diesen ganzen Prozess vergessen hat und dass der Nutzer ja unbedingt noch das will. Und dann sind sich alle einig, das muss noch rein. Und das schiebt man dann rein und im selben Umfang muss dann wieder was raus. Oder nach hinten verlegt werden. Und das ist unheimlich schwer, weil da muss man wieder auf den Release-Plan gucken und sagen, oh, dieses Monster, was mache ich jetzt damit? Und dazu müssen diese 3 Workstreams von Designern miteinander reden. Sonst klappt das nicht. Weitere Fragen?
Hi. Du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass die einzelnen Sprints sich durchaus untereinander beeinflussen können, je nachdem, was in welcher Phase des Sprints passiert. Wie unterstützt ihr denn die Kommunikation? Du hast gerade angesprochen, Kommunikation ist das A und O. Wie unterstützt ihr diese Kommunikation zwischen den einzelnen Sprint-Teams? Also einmal sind es die Räumlichkeiten. Entwickler, Designer und so alles, was dazugehört, sitzen zusammen. Wenn es größer wird, sind es halt mehrere Räume, aber die sind in einer Location. Oft haben wir über den Globus verteilt die Geschichten und dann müssen wir reisen. Also dann sind wir halt 3 Tage die Woche mit dem Team zusammen, haben dann eine Woche Pause und dann müssen wir wieder zusammenkommen. Danke. Wie du das erzählt hast, habe ich gemerkt, irgendwann war ich fast erschlagen von diesem Monster. Ich frage mich, wie haltet ihr das zusammen? Also wie hält man da den roten Faden durch das Projekt? Auch so vom Aufwand her, wie viele Leute seid ihr? Was für Tools nutzt ihr, um auf Meta-Meta-Ebene sowas wie eine Transparenz noch zu haben? Ja, der Spirit ist ganz wichtig, weil Sprints hört sich so schnell und kurz an. Wenn man das Monster sieht, das ist ein Marathon. Ja? Und da muss man wirklich aufs Team aufpassen und auch gucken, das, was man da in der Explore-Phase an Speed an den Tag gelegt hat, dass man das auch irgendwo skaliert. Also Skalierung ist ein wichtiges Ding. Man kann nicht alles, also oft kommt dieses, jetzt haben wir einen Sprint 0 gemacht, jetzt müssen wir das ja einfach mal 90 nehmen und dann haben wir das auf den Aufwand von allen Prozessen, weil wir haben uns jetzt nur einen angeguckt. Und dann kommt auch gleich die wirtschaftliche Rechnung, der hat uns jetzt 26 Manntage gekostet, mal 90, viel zu teuer. Können wir nicht machen. Also einerseits von der Belastung fürs Team, wie auch von dem Durchhaltevermögen vom Kunden, muss man skalieren. Das heißt, die Frage kam mit 17 Personas. Man muss im Team wirklich gucken, das, was wir jetzt für die Meister machen, können wir das übertragen auf eine andere Nutzergruppe? Tun wir die alle interviewen mit 4 Telefoninterviews auf 45 Minuten oder gehen wir zu den anderen einfach hin und validieren? Ich tue mir dieses ganze Explore, Discover und so weiter sparen und gehe zu den anderen Nutzergruppen einfach hin und sage dir, kommt ihr damit zurecht? Und dann bauen wir die Änderungen ein. Das ist eine Skalierung. Im Interaktionsdesign kann man sagen, was jetzt für den Prozess Urlaubsbeantragung relevant war, von der Interaktion her, kann jetzt auch gelten für Krankheit oder ich muss zu einer Hochzeit oder was auch immer. Das heißt, ich nehme das Interaktionsdesign, das Visual Design als Guide und nehme das als Blaupause für die anderen Prozesse und tue das auch wieder validieren und mache einfach Usability-Tests nur und lasse dieses ganze Vordere weg. Und so muss man gucken, wie man von diesen 17 Personas auf die 3 wichtigsten kommt und von diesen 90 Prozessen Prozesse raussuchen kann, auf die man multiplizieren kann auf andere. Und trotzdem muss ich mir am Ende, wenn die Software da ist, das mal ausprobieren und irgendwann tut ein Nutzer seine Hände dran und meckert oder ist zufrieden. Und dann muss man lernen. Dann braucht man auch noch Kapazität anzupassen. Wenn man jetzt mal von so einem Monster mal ein bisschen wieder runter skaliert, aber trotzdem noch ein großes Entwicklungsteam zum Beispiel hat etc., wie kommt denn ihr mit so einem Projekt überhaupt in den Tritt? Also die haben ja ihr Alltagsgeschäft erstmal und sind damit eigentlich vollkommen ausgelastet. Und jetzt wollen die das so langsam überführen in so eine Struktur. Oder überhaupt erstmal ein Design-Sprint vorweg, dann wieder ein Entwicklungssprint, wieder ein Design-Sprint und so weiter. Ihr könnt euch das ja quasi nicht neu schnitzen. Ihr könnt ja nicht sagen, ich habe ein komplett neues Team und wir fangen jetzt mal auf der grünen Wiese komplett an, sondern die müssen da ja irgendwie reinkommen. Wie startet ihr so einen Prozess? Du meinst das Enablement, also ja, von unseren Teams und auch von Kunden. Ganz viel passiert in den ersten Phasen, also wo man miteinander ausprobiert, wie sieht so ein Zusammenarbeitsmodell aus. Auf der Plantafel ist es
ganz schön aufgeteilt. Sagt der Kunde, ja, wir haben PO von unserer Seite und ihr habt einen Lead-Architekt von eurer Seite, aber wir gucken auf die Requirements. Und vom Plan ist es ganz gut, aber man muss dann erstmal ausprobieren und gegebenenfalls anpassen. Also Learning by Doing ist ganz, ganz viel und es ist sehr flexibel von Kunde zu Kunde. Manche Kunden, die interessiert der Backlog überhaupt nicht, die wollen einfach die Software haben. Das andere interessiert die nicht. Die sagen, ihr seid die Softwarelieferanten, gebt mir die Software. Agil interessiert mich gar nicht. Hauptsache, ich habe alle 3 Monate, was ein neues Release ist, was ich nicht nur mit der kleinen Nutzergruppe ausrollen kann, aber das Weihnachtsrelease ist angekündigt für alle Lokationen weltweit. Und das hat der Vorstand schon besprochen und jetzt macht mal. Ja? Und unter diesem Druck muss man gucken, wie das Team denn das aushält und wie man da hinkommt. Und da ist am Anfang sehr viel Anpassung, bis man überhaupt das Setup hat, bis man den Modus hat und so weiter. Und wir gehen oft rein, wenn es mit erfahrenen Teams, wo 2, 3 oder 50% vielleicht auch noch nicht so gearbeitet haben, und nehmen die an die Hand und nehmen die einfach mit und machen neue Erfahrungen. Aber es ist jedes Mal ein Lernen und ein Anpassen. Also überhaupt auch, weil wir viel die Teams mit dem Kunden zusammen staffen. Also sind vielleicht 3 Leute von uns und 5 Leute vom Kunden oder sind 5 von uns und 7 vom Kunden. Und wenn man jetzt die Streams anguckt, kann da parallel ein ganzes Programm draus sein. Das kann sein, dass es parallel verschiedene Teams zu verschiedenen Themen gibt und die auch nochmal zusammenkommen können. Das kann bedeuten, dass wir eine umgebaute Produktionshalle haben, wo der ganze Floor Teamspaces hat, die so ein Team auf 10, 12 Leuten beherbergen und ein Plenum, wo wir immer wieder zusammenkommen können in den Teams und gucken, wie es funktioniert. Und dann kann es mal sein, dass ein Team sagt, hey, Scrum und so, das passt für uns nicht, wir machen es anders. Wir kommen aber trotzdem noch mit euch zusammen. Also unser Thema ist nur Change Management. Wir entwickeln überhaupt keine Software. Wir machen einen anderen Modus. Und trotzdem sind die irgendwie da und man muss diese 100 Leute moderiert bekommen. Das heißt, jedes Team hat idealerweise ein Coach, ein Scrum Master, die verschiedenen Skills, Business, Technologie und Design und das über alle Teams und gut gemischt, Kundenseite, SAP-Seite. Und das ist vom Setup ab schon, also was man vom Kunden fordert, schon relativ anspruchsvoll. Und dann hat man es geplant und versucht es und dann hat man ja diese schöne I wish I like am Ende jedes Tages und dann kriegt man schon gesagt, was Sache ist. Also die Controller sagen dann, ja, aber die Rechnung, diese 25% Einsparung, die kriegt ihr nicht. Also das Business Model kann was, das stimmt so überhaupt nicht, wie ihr es euch vorgestellt habt. Da müssen wir ändern und so weiter und so fort. Das kommt dann alles an den Tag und dann muss man sehr flexibel darauf reagieren können. Und das Flexible ist meistens eine Anpassung am Plan. Also Teamplan, Zeitplan, Setupplan, inhaltlich, das kann sich alles ändern. Nur die Taktung bleibt meistens. Super, dann vielen, vielen Dank, Boris, an der Stelle schon mal.